Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie installiert man Mods bei Pro Mods? Hat sich gut gehalten. Benutzername nehme ich natürlich meinen Kanal. Mein Kanal immer das Beste. Passwort. Hier. Welches Passwort hier ist egal. Hier müsst ihr das hier einstellen, das so lassen und Deutsch absenden. Ich bin dieser hier einverstanden. Oder? Nee, warte. Nach dieser Aufnahme werde ich es beenden. Wenn man keine E-Mail bekommt, dann wegen Bestätigen zwar. Egal, dann gehen wir hier drauf auf Anmelden. Benutzername. Könnt ihr auch angemeldet bleiben, ist besser. Wartet, Leute. Ja. Kopiere ich. Ist ja Europa, Berlin, Deutschland. Natürlich ist es natürlich Berlin. Auf Absenden. Okay, warte, ich schau mal kurz auf mein Handy. Habt ihr leider zwei Handys? Muss man dann immer gucken, welche E-Mail das ist, und dann weiß ich schon, wo es lang geht. Hey, wartet, Leute. Ich blende euch dann einen Kommentar ein hier von Pascal, was er gesagt hatte. Da bekommt man so eine E-Mail vom ProMod. Willkommen auf ProMods. Bitte bewähre diese E-Mail deinen Unterlagen auf die Daten einem Benutzerkonto. Geht ihr dann auf den OL-Link bei den zweiten? Nicht auf dem ersten? No, no. Es wurde bestätigt. Geht ihr drauf und dann Thank you steht dann da und dann wurde es schon bestätigt. Zack, seid angemeldet. Wer? Hier. ETS2, ATS für American Truck. Hier zeige ich hier das hier. Für Abkürzung ETS2 für Euro Truck. Das sind die Mods da. Das ist die neue. Deutsch, Deutsch, German, gell? Warte. Okay. Ach so, wenn ihr müsst, warte, nicht das Video anschauen.
Ihr geht dann hier weiter bei ETS2. Dann auf Mod Manager. Dann fügt ihr, dann wird hier die Datei automatisch erstellt. So, sorry. Stellt ihr hier hin. Also, warte, muss kurz rüber switchen. Hier öffnet ihr das auf euren PC. Dann auf Dokumente. Kenne mich hier aus zum Glück. My Game is, My Games. Oh no, bald. Geht ihr auf den Namen, Eurotrag. Dann auf Mod. Und dann fügt ihr die Mods hier ein. Oder warte, wir machen über Steam Community Workshop. Euro Truck Simulator 2. Unbedingt, ihr braucht die immer neue Version. Ihr gebt es einfach ein, dann hier Pro Mods. Oder wir machen es anders. Hier drückt ihr dann hier auf Plus. Ich lade mir kurz mal runter, welche die für Pro Mods sind. Hier. Da kann passieren, dass mein Spiel dann auch abstürzt, kann ich nicht versprechen. Der macht ja jetzt noch hier. Wenn er fertig ist, dann rührt er erstmal nicht mehr. Wir machen dann über Workshop halt. Geht ihr bei dem Steam, wie ich es gezeigt habe. Da findet ihr nur bei Steam. Dann die Pro Mods. Also verwendet meine zweite. Hier, was ich gerade gesagt hatte. Hier, was hier über Steam, Workshop. Dann hier Eurotrag. Dann Pro Mods. Und dann könnt ihr aussuchen, was ihr installiert wollt. Bei mir macht er ja noch. Ah, fertig. Hier, weil es ja nicht mehr rührt. Jetzt kann ich es hinzufügen, wie ich will. Ah, das, was hier steht, hier heißt, ist noch nicht gültig, wird noch gemacht, wie hier und das hier. Ja. Geht ihr auf Änderung bestätigen hier. Wenn das Spiel abstürzt, dann bräuchtet ihr eine bessere Grafikkarte. Oder auf gut Deutsch gesagt, oder naja. Am besten nochmal eine neue Grafikkarte, die richtig gut ist. Arbeitsspeicher 64 würde ich euch ja empfehlen. Und wir testen sie gleich alle aus. Also ich. Ihr könnt ja danach nachfragen. Hier geht zu meinem Discord-Server, wenn ihr was fragen wollt. Hier. Ihr bräuchtet ja die neue Version davon für hier dieses Spiel. Er stürzt ab. Oh ne. Hier. Da habe ich mehr was freischaltet. Wir machen kurz den Ziel zu Ende. Sorry, Firma wechsle, aber ich geht ja vorfahren. Wird der Ding schnell geladen?
Er ist ja lahm. Man merkt's. Ja, ich mach noch ein Video, wie man hier hier, der fährt schön schnell dann. Aber wir wenden. Ja, also wir drehen ja noch mal. Dass er nicht abstürzt, das finde ich gut. Hey, warte. Wenn ich zur Tankstelle muss, ich doch drehen, hä? Ja, wir machen das noch fertig, aber jetzt wisst ihr, wie man ProMods installiert. Also über Workshop bitte. Da müsst ihr nicht eure E-Mail verwenden dann. Also müsst ihr ja schon angemeldet sein, aber. Hab ja Alarm an, da muss ich ja schnell durchfahren. Oh nee, noch nicht. Noch nicht. Jetzt. What? Meine Batterie ist leer gegangen. Was für Batterie? Kaum konnte ich losfahren und dann fällt da schon Benzin aus. Das wäre noch. Also Leute, ihr geht dann auf Steam Workshop. Wichtig ist, eure Truck muss installiert sein. Achso, noch Holz. Ja, gut. Schön aufpassen, dass man keinen Unfall baut. Deinen Kommentar werde ich einblenden, Pascal, hier mit wie installiert man ProMods. Wir können ja auch hier lang fahren, auch kein Problem. Also kurz gleich wieder drehen, wenn da hier wo frei ist. Ja, wir fahren noch dahin. Und da beende ich dieses Video. Pascal, dein Kommentar werde ich hier kurz zeigen. Oder länger kurz als das zeigen.
Mein PC schafft das gerade, also mein Spiel ETS2 schafft das. Aber ich weiß nie, ob ich das geschafft hätte, also ob das mein PC so geschafft hätte mit 10 Millionen Pro-Mods. Wir halten am Rastplatz an und dann machen wir die Challenge. Wie viele rote Ampeln? Würde ich da reinpassen? Ja, guck mal. Meine Schicht ist beendet. Out. Also, Pascal unbedingt verlinken. Ciao.